Viele Frauen und auch Männer besuchen regelmäßig ein Beauty-Institut. Ob fürs Nägelmachen, eine professionelle Haarentfernung, Wimpernauffüllungen oder Gesichtsbehandlungen. Die Palette der in einem solchen Studio angebotenen Dienstleistungen ist meist vielfältig. Wie vielfältig genau? Das hat uns Clarissa Steinbauer von French Kiss erzählt. Wir haben mit Nageldesign und Wimpernverlängerungen begonnen, die nach wie vor super im Trend liegen. Habe dann weiter aufgebaut mit Haarentfernung mittels Sugaring. Mit einer speziellen Zuckerpaste werden die Haare entfernt. Mittlerweile bieten wir noch an Pediküre, Visagistik, also Make-up für jeden Anlass, auch für Bräute, Bälle, Haarstyling dazu und schlussendlich jetzt ganz groß im Kommen die Kosmetik, die apparative Kosmetik mit Dermokosmetik, mit einer speziellen hochwirksamen medizinischen Kosmetiklinie. Doch was sind denn gerade die Beauty-Trends? Der absolute Trend ist im Nageldesign die Full-Cover-Methode, sprich man lackiert die Nägel in einer einheitlichen Farbe mit ein bisschen Nail-Art, Steinen, Malereien. Da reden wir jetzt aber nicht vom herkömmlichen Nagellack, sondern vom Gel-Lack. Das ist ein dauerhafter, haltbarer, kratzfester Lack, der nicht absplittert. Im Wimperndesign nach wie vor jegliche Art von Wimpernverlängerung, vor allem aber die 3D-Technik oder russische Technik genannt. Das ist eine sehr spezielle Art der Wimpernverlängerung. Schauen aus wie die eigenen Wimpern, fühlen sich auch so an, aber dennoch ein unvergleichbarer Augenaufschlag. In der Kosmetik wird immer mehr Wert gelegt auf die gesunde Haltung der Haut und natürlich das Stoppen der Alterung, des Anti-Aging. Viele gehen also nicht nur zur klassischen Maniküre oder Pediküre ins Beauty-Institut, sondern auch bei Hautproblemen kann einem eine Hautanalyse und die passende Behandlung weiterhelfen. Eine kleine Auszeit für zwischendurch, bei der man sich so richtig verwöhnen lassen kann.